Wir haben zu dieser aktuellen Situation ein paar Fragen repräsentativ an die Menschen in Deutschland gestellt und angefangen eben mit der Frage, haben Sie Angst, sich zu infizieren? Und da sehen wir dann tatsächlich, wenn wir es hier einblenden, da sind die Deutschen sich nicht so ganz einig. 39% sagen, ja, sie haben Angst. Der große Balken hier, und ich stehe davor, sind 50%, aber fast jeder Zweite, der sagt, nein, ich habe noch keine Angst. Da sehen wir also diese neue Variante Omikron, die ist noch nicht richtig zu spüren für die Deutschen hier. Wir sehen, dass die Inzidenzen hier aktuell noch sinken und die Menschen sich noch nicht allzu große Sorgen machen. Und wie wollen die Bundesbürger ihr Weihnachtsfest verbringen? Planen die da irgendwie schon um? Ja, das ist natürlich die große Frage. Die Feiertage stehen vor der Tür. Wie verbringen die Menschen ihre Weihnachtsfeiertage? Wir haben die Menschen mal gefragt, ob sie denn genauso feiern wie im letzten Jahr, im größeren Rahmen oder sogar im kleineren Rahmen. Und wir sehen, die Deutschen feiern mehrheitlich genauso, wie sie letztes Jahr gefeiert haben. 59% sagen, sie feiern nicht größer, nicht kleiner. Und wir erinnern uns, auch da haben die Menschen ja schon in kleinerem Kreise gefeiert. Wir sehen sogar 26% mehr als jeder Vierte möchte dieses Jahr in einem noch kleineren Rahmen feiern. Nur eine Minderheit von knapp 10% sagen, in einem größeren Rahmen. Und dann geht es ja weiter in den Tagen danach. Da sind ja offenbar Kontaktbeschränkungen schon fest eingeplant, mindestens. Wie sehen die Deutschen das? Ja, auch hier sehen wir wieder, die Menschen sind eigentlich mehrheitlich für diese Kontaktbeschränkung. Sie haben Verständnis dafür. Also sie haben ihr Verhalten schon angepasst, das haben wir bei der Weihnachtsfrage gesehen. Und sie halten es auch mehrheitlich für richtig. 63% sagen, ja, das ist der richtige Weg. Nur 29%, also nicht einmal 30%, sagen, das sei falsch. Und was glauben die Befragten, welche Bedeutung wird denn Corona noch im kommenden Jahr eigentlich spielen? Ja, das ist schon die Frage, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und da sehen wir relativ klar, die Deutschen haben akzeptiert, dass Corona ein Teil unseres Lebens erst einmal bleiben wird. Wir sehen, eine große Mehrheit von 48% geht davon aus, dass Corona mindestens die gleiche Bedeutung behalten wird. Fast jeder Dritte, 32%, geht sogar davon aus, dass Corona sogar eine noch größere Bedeutung in unserem Leben spielen wird. Also hier, es ist kein Optimismus, es ist ein gewisser Realismus. Und die Menschen wissen, dass Corona Teil von uns bleiben wird im nächsten Jahr. Janina Mützer, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.